Leute, begrüße euch zum Vortrag, das Gegenprogramm zu jeder Einschulung. Zuerst stelle ich mich einmal vor und dann werden wir kurz besprechen, worum es hier geht. Mein Name ist einmal Amir Adam. Wie man da sieht, ich habe Ingenieursausbildung, das heißt, ich habe von der Technik einige Ahnung und habe mich neuerdings in die Philosophie entwickelt. Das heißt, was euch heute erwartet, ist eine gewisse Perspektive von Richtung Kognition, Semiotik auf Oberflächen. Kannst du ein bisschen lauter schreien, bitte? sofern ich es schaffe, probiere ich es. Mittlerweile fühlt das Verlagshaus der Fette Kata, wo wir uns auf kleine spezielle Bücher, also spezialisiert haben. Wir haben natürlich auch eine IT-Firma, die sich aram.at nennt, wo wir Vorträge halten, im speziellen ich, kleinere Projekte realisieren oder größere. Und natürlich bin ich ja für weitere Projekte offen, falls jemand irgendwas am Start hat, bin ich gerne dazu bereit, damit zu tun. So, als erstes gibt es einmal die Frage zu klären, worum es hier geht. Ich habe es ja schon ganz kurz angesprochen, es geht ein bisschen um Kognition. Ich werde euch nicht erklären, wie man jetzt welches Icon wohin setzt, warum bei einer Benutzeroberfläche irgendwelche Schrifttypen ausgesucht werden. Es geht im Grunde eher darum, dass man ein gewisses Feingefühl dafür kriegt, mit einer gewissen wissenschaftlichen Grundlage, ein gewisser Input, der euch dann recht leicht eine Benutzeroberfläche designen lässt, so hoffe ich das. So. Oh, Moment, mein Telefon läutet gerade. Ja, hallo? Ist der David Alaber? Ja, wir sind alle hier. Entschuldigung, ich werde mal schauen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich werde da kurz eine Notiz mit Siri machen. Hey Siri? Siri, mach eine Notiz für David Alaber. Zeilenschaltung. Zeilenschaltung funktioniert dann nicht. Was ist da eigentlich los? Enter? Enter geht auch nicht. Das ist irgendwie irritierend. Ich mache das jetzt ganz einfach, glaube ich. Ich werde das einmal so machen. Ich werde die Diktierfunktion aufmachen und werde das da reinsprechen. Mach eine Notiz für mich. Irgendwie ist das jetzt ziemlich blöd. Ich kann jetzt da eine Notiz aufnehmen, aber ich kann sie nicht umwandeln. Wieso kann ich die nicht in den Text umwandeln? Das ist doch ziemlich irritierend, oder? Es ist auch so, wenn ich auf meinem PC zum Beispiel das E-Mail-Lautprogramm aufmache. Oder den Firefox. Halt mal schlagartig auf, wenn ich jetzt die Tastenkombination Apfel L verwende, springt automatisch der Cursor in die Adressleiste. Am Apple steht ein L, beziehungsweise ein Ad-Zeichen. Am PC, wenn ich Alt-G-R und Q drücke, kommt ein Ad-Zeichen. Drücke ich Apfel und Q auf meinem Mac, beendet sich das Programm, was für mich das Allerschlimmste ist. Manchmal schreibe ich lange E-Mails, also das nimmt mir ehrlich gesagt ziemlich mit. Zuerst habe ich gedacht, wir starten mit einer Interpretation, was die Semiotikbereiche betrifft. Das ist ein Vortrag zum Mitmachen, also das kann jeder gern was dazu sagen. Ich habe jetzt als erstes einmal da einen Strich hingezeichnet. Hat jemand irgendeine Idee, was das sonst noch sein kann, außer einem Strich? Ein I. Genau, ein I zum Beispiel kann es sein. Eine Wand. Genau. Eine Wand könnte es genauso sein. Und da entstehen schon ein paar grundlegende Fragen. Wir sehen so einen Strich und wir haben einen Haufen Assoziationen im Kopf. Also irgendwie, aber was kann das bedeuten? Ich habe da mal ein bisschen weiter gemacht. Jetzt haben wir zwei Striche. Gibt es dazu eine passende Assoziation? Oder? Römisch 2. Genau, oder. Römisch 2 ist zum Beispiel sehr gut. Bitte, was war da? Oder. Oder, genau. Bravo. Parallelen. Parallelen genauso, ja genau. Ich habe es nicht gehört oben. Oder? Pause. Genau, Pause, bravo. Ich habe da noch einmal weitergemacht. Jetzt habe ich ein Dreieck hingezeichnet. Kann das für jemand von euch eine Bedeutung haben? Pyramide. Genau, Pyramide. Der Vorsteckhose. Genau, bravo. Da haben wir zutiefst semiotisches Zeichen, dazu kommen wir später noch, weil da wird Semiotik häufig gebraucht, das Zeichen. In Estland ist das, glaube ich, Damenklo. Das kann sein. Dreifaltigkeit, bravo. Schauen wir mal weiter. Ich habe das Ganze natürlich gedreht. Genau, Play, da haben wir alle Play-Assoziationen gleich einmal. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Zeitangriff,
Genau so ist es. Aber mit Play liegen wir alle schon einmal ziemlich gut. Das Komische ist jetzt, im Vergleich zu vorher haben wir eine Pyramide gehabt. Und jetzt, wenn wir das in die richtige Richtung gedreht sehen, haben wir die Assoziation von einem Play. Ich habe das mit dem Kreis noch einmal gemacht. Aufnahme. Recording. Genau so ist das, Aufnahme. Sonst noch jemand? Zum Beispiel Bravo. Japan. Japan, genau, in anderen Farben. Es könnte auch jemand mit einem großen Hut sein, den man von oben sieht, also so in etwa so in Richtung. Genau so ist es. Ein Punkt kannst du zum Beispiel auch. Möglicherweise gerade einen Kreis dann in die Mitte setzen plus den neuen Strich quer, oder? Weil dann wäre es nämlich ein Mexikaner auf dem Fahrrad. Ja, klar. Großartig, genau sowas. Okay, dann schauen wir mal weiter. Es ist inzwischen eh schon einmal vorgekommen. Worauf ich raus wollte, war natürlich, ihr habt jetzt noch einen Anhang nur. Einige von euch werden nicht kennen, das ist ein Medium-Player. Und was wir da links oben sehen, das sind die Zeichen, mit denen wir abspielen. Das heißt, wir haben da zwei Striche, wir haben ein Quadrat, ein Pfeil mit einem Strich davor. Und das ist jetzt recht interessant, weil irgendwie, es sind ja eigentlich nur geometrische Formen, aber trotzdem wissen wir, dass da, wie die funktionieren. Von der Herangehensweise ist es natürlich so, man überlegt sich, wenn man sich mit den Zeichen auseinandersetzt, warum bedeutet das was für uns und was bedeutet der Kontext für uns. Ich mal überprüft, ob das jetzt so stimmt, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe gestern noch in Google eingegeben, Audio Player Icons, und irgendwie scheinen sie alle einig zu sein. Ist eigentlich komisch, oder? Deshalb habe ich mir gedacht, ich schaue mal zurück. Wie es bei den Kassettendecks der 70er waren, waren die in der Vergangenheit auch schon diese Zeichen, die wir da sehen? Oder waren das andere, so wie das einmal ein bisschen vergrößert? Und was man da recht deutlich sieht ist, die waren sie eigentlich bei Play, bei Stop, vorwärts und rückwärts, aber sie haben noch einen Text dazu geschrieben. Das heißt, das muss einige Leute gegeben haben, denen noch nicht klar war, dass da jetzt tatsächlich Play oder Stop gemeint ist. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen, weil ich einfach herausfinden wollte, wo ist das jetzt herkommen. Kann man Tonbandgerät aus den 60ern anschauen und wenn man da die Funktionen anschaut, sieht man was recht Interessantes. Anscheinend ist in den 60er Jahren die Zeichensetzung noch ganz anders gewesen. Das Dreieck, das wir kennen, ist der Rücklauf und dann gibt es eigentlich nur drei Punkte, also aus, wieder gab es grün und der rote Punkt, der uns heute noch bekannt vorkommt, das ist dann Rekord oder Aufnahme. So. Als ITler muss ich sagen, mir ist das so klar. Die Float ist mir auch klar, aber irgendwie, wie kann ich das jetzt unmittelbar nutzen? Ich gebe jetzt einen kurzen Input über die Semiotik. Die Semiotik ist eine Zeichentheorie. Ist die Zeichentheorie eigentlich, meistens stammt sie von Umberto Eco, der ja vor kurzem verstorben ist, von Charles Sanders Peirce oder natürlich auch Ferdinand de Saussure. Ich habe mich dafür Peirce entschieden und habe versucht, sein Modell gleich mal auf die Computeroberflächen, auf die Interaktionen zu übertragen. Wir haben zum einen zum Beispiel mal ein Zeichen, ein Index. Ein Index ist im Normalfall unmittelbar mit dem verbunden, was es darstellt. Das heißt, wenn wir außerhalb der Computerwelt sind, dann sehen wir Rauch und wissen, irgendwo da im Hintergrund muss ein Feuer sein. Uns fallen Tropfen ins Gesicht und es, ja, eigentlich muss schlechtes Wetter sein. Am PC wäre das im einfachsten Fall ein Link. Dann haben wir, wenn wir weitergehen, das Icon. Ein Icon hat gewisse Übereinstimmungen mit dem, was es darstellt. Ich weiß nicht, kennen einige von euch das Icon zufällig? Bitte lauter. Genau so ist es, ja. Wenn man da jetzt hinschaut, dann sieht man eigentlich, das könnte ein Blatt sein, mit Text und einem Bild drinnen. Das heißt, wenn ich das auf einer Oberfläche verwenden würde und ich kenne mich nicht damit aus, dann kann ich vermuten, dass da jetzt tatsächlich ein Blatt vorhanden ist, wo ich was reinschreibe. Und nicht zuletzt gibt es das Symbol.
Bei den Symbolen ist es so, die sind arbiträr, das heißt, die Verbindung ist willkürlich. Vielleicht kennen einige das Zeichen oder das Symbol? Zufällig? Ja, genau, so ist es Amarok. Da ist es jetzt so, dass sich dahinter ein Audio-Player bzw. ein Medienplayer verbirgt. Ja, wenn man es weiß und damit umgeht, dann kann man eigentlich sagen, ja, das ist so. Ich habe versucht herauszufinden, was das jetzt bedeutet. Amarok ist ja anscheinend in der Inuit-Sprache ein Wolf, der ein Meer sieht und einzelne Wanderer auffrisst. Gut, man kann jetzt sagen, das ist natürlich toll. Mit einem Media-Player in Verbindung weiß ich nicht, ob so gut überlegt ist. Aber mit einer gewissen Bekanntheit kommt man da schon weiter. Ich habe das Ganze noch einmal zusammengefasst, was ein Index, ein Icon und ein Symbol ist. Weil natürlich soll man das dann in Folge nutzen können, wenn wir das anschauen. Wenn wir zum Beispiel eine Oberfläche designen, eine Heizungssteuerung machen, irgendwo Knöpfe anbringen, dann soll man sich einmal fragen, hat das jetzt eine Ähnlichkeit mit dem, was tatsächlich vorhanden ist? Ist das ein willkürliches Symbol oder ist es vielleicht sogar so, dass das darstellt oder unmittelbar verbindet, was wir vor uns haben? Ja, okay. Ich schaue nur, weil ein, zwei fragende Gesichter drin sind. Falls es Fragen gibt, bitte einfach rausrufen oder irgendwas sagen. Der Begriff Metaphor. Ist das dann Icon oder andere drei? Bei einer Metapher ist es so, auf linguistischer Ebene ist eine Metapher ein Bild tatsächlich, ein unmittelbares, ein Bild, also eine Übertragung, sowas wie ein Tischbein, wobei wir wissen, dass Tische keine Beine im menschlichen Sinn haben, aber es ist tatsächlich eine Form von Bein, man kann das in ein weiteres übertragen. Als nächstes haben wir das semiotische Dreieck aufgebaut. Das weiter sehr nützlich sein kann bei dem, was man vorhat oder bei dem, was man sich anschaut. Da ist es so, ich habe das mal als Grundlage für Ferdinand de Saussure genommen. Ganz klar, weil er Europäer ist und in Europa beliebter ist als der Herr Pierce, als kleine Anmerkung. Da ist es so, da gibt es ein Signifikant, also ein Symbol, wenn wir links unten sehen, sieht man deutlich, da ist dieses Dreieck. Des Weiteren gibt es einen Signifikanten. Das ist das, was der Inhalt ist oder die Bedeutung. Das heißt, wenn ich drauf drücke, dann spielt es was ab. Das bedeutet Play. Das ist eine klare Aussage. Und ganz wichtig, rechts unten gibt es natürlich einen Interpretanten. Das heißt, der steht in einem Kontext. Und wir haben ja alle gemeinsam die Erfahrung gemacht. Wir haben zwei Striche gesehen. Und das waren Wände, Pyramiden, römische Zahlen. Wenn wir das aber auf einem Radio sehen oder auf einem PC oder auf unserem Handy, dann wissen wir sofort, da hört die Musik auf zu spielen. Genauso wie bei diesem Dreieck. Und so gesehen ist das ziemlich interessant, wenn man zum Beispiel eine Oberfläche gestaltet oder Interaktion per Sprache hat, muss man sich immer fragen, wer vor diesem Gerät steht und wie er damit umgehen kann. Bitte. Ich habe eine Frage, hast du dir auch Gedanken gemacht, zum Beispiel bei unterschiedlichen Farbgebungen für Farbenblindheit? Oder? Es ist so, die Farbgebung ist ein sehr spezielles Thema. Vor allem, weil sie kulturell bedingt ist. Westlich haben wir uns ja langsam geeinigt, also Europa und Amerika. Aber je mehr man im westlichen Raum kommt, desto problematischer wird es auch. Gelöst ist das Problem sehr häufig durch Oberflächen mit unterschiedlichen Farben worden. Also das heißt, man kann Frames drüber schießen. Oder wenn man schaut, was recht interessant ist, die großen Konzerne und auch natürlich selbstverständlich die Menschen, die Linux designen, halten sich bei Icons öfter von Farben her. Das heißt, es sind mehrere Farben drin oder es sind eher Grau- oder Pastelltöne. Ändern kann man natürlich alles, aber das ist so eine der Ausrichtungen. Ja? Da ist was versprungen. Als nächstes kommen die Forschungsbereiche, die zu dem Thema aktuell sind. Ich habe das einmal da zusammengefasst. Zu Human Interface. Als erstes sollte ich vielleicht erklären, was Mensch-Maschine-Systeme sind. Die bestehen immer aus zwei Teilen. Das auf der einen Seite der Mensch und auf der anderen Seite ist da die Maschine. Die bilden in gewisser Weise eine Einheit und interagieren. Human Interface ist ja das neue Schlagwort. Zuerst hat man Design Guidelines geschrieben,
Ich habe es zum Beispiel in die Beschreibung geschrieben für meinen Vortrag, weil ich mir gedacht habe, Design Guidelines sind jedem zugänglich. Human Interface ist auf gewisse Weise abstrakter Begriff, weil es so umfassend ist. Die Möglichkeiten waren natürlich ziemlich schwierig, wenn man sich überlegt, dass man mittlerweile mit den Geräten sprechen kann, dass man auf ihnen herumtippen kann oder dass man Tasten hat. Um diese Bereiche einzufassen, hat man dann natürlich die Human Interface Bezeichnung gewählt. Natürlich gibt es auch die User Experience. Viele von euch haben sicher schon, beziehungsweise wir alle, kennen diese lachenden Menschen, die auf ihren Handys im Fernsehen in den Werbespots herumtippen. Und dann spricht man von einer positiven User Experience. Innerhalb der Forschung ist der Begriff nicht ganz so brauchbar, wie man gerne hätte. Da verwendet man dann eher die Gebrauchstauglichkeit oder die Usability. Bei der Usability geht es dann tatsächlich um die Praxis der Anwendung. Genauso wie bei der Ingenieurspsychologie, die einen Schritt weiter geht, die versucht den Menschen zu verstehen und dann auf diese Weise auf die Geräte zuzugehen. Es gibt mittlerweile sogar eine eigene DIN, eine deutsche Industrienorm, für Softwareergonomie, die zu beschreiben versucht, also einen Ablauf zu beschreiben versucht, wie man mit Geräten umgehen soll. All das ist im Bereich der Kognition. Und bei der Kognition ist es jetzt so, das ist einer der Hauptbereiche, wo ich tätig bin. Und da ist es irrsinnig schwierig, unterwegs zu sein. Also da muss man sich einmal überlegen, was das überhaupt ist. Deshalb habe ich vorletzte Woche, wie ich den Vortrag vorbereitet habe, eine Definition aus der Wikipedia rauskopiert. Und man sieht dann gleich einmal, wie schwierig und wie umfassend dieser Bereich ist, wenn man sich daran herantastet. Ich lese das einfach einmal Vorschläge vor. Also Kognition ist ein uneinheitlich verwendeter Begriff, der Denken in einem umfassenden Sinne meint. Zu den kognitiven Fähigkeiten zählen unter anderem die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, das Lernen, das Problemlösen, die Kreativität, das Planen, die Orientierung, die Imagination, die Argumentation, die Introspektion, der Wille, das Glauben und einiges mehr. Auch Emotionen haben einen wesentlichen kognitiven Anteil. So, ihr merkt es ja, ich bin da eher in einem abstrakten Bereich. Ich führe euch keine technischen Abläufe vor oder sowas. Wenn man jetzt damit arbeiten soll und tatsächlich einen Nutzen haben will, dann muss man sich fragen, wie gehe ich jetzt auf was zu mit dieser Beschreibung und erzeugt, was man mit den Menschen umgehen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich habe einmal die wissenschaftlichen Bereiche aufgezeichnet, beziehungsweise der Herr George Miller hat das gemacht, der im Jahr 2003 zu dem Thema ein ausgezeichnetes Buch geschrieben hat. Er sagt, dass es die Bereiche Philosophie betrifft, vor allem wegen der Theoriengebung, die Linguistik, vor allem weil vieles versprachlicht ist, was wir heute erleben, und weil die Linguistik teilweise in die Gehirnforschung, also die Neurowissenschaften reingeht. Die verbrüdern sich ja immer mehr, muss man mal dazu sagen. Die Psychologie, klar, wenn man versucht da zu ergründen, wie der Mensch auf die Maschinen reagiert, beziehungsweise dann umgekehrt, künstlichen Intelligenzen und die Anthropologie. So. Jetzt habe ich versucht, eine Möglichkeit zu bieten, und ich hoffe, dass wir die gemeinsam weiterentwickeln, wie wir herausfinden können, was in welchem Kontext wichtig ist. Ich habe mal einige Punkte aufgeschrieben. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Heizungssteuerung machen will, mit wenigen Tasten oder einer Oberfläche, was für mich ein großes Thema war, ich habe das vor einiger Zeit probiert, das ist ein Dauerbeispiel. Ich habe das genannt historisches Bewusstsein. Das heißt, man schaut sich einmal an, was da ist, mit, wie gerade eben bei den Tonbandgeräten, auf diese Tonbandgeräte zu oder ähnlichen Geräte zu und schaut sich das einmal an. Das heißt, man macht eine Recherche, dann gibt es auch kulturelles Bewusstsein. Man darf nie unterschätzen, wo man geboren ist und wie das auf einen wirkt. Dazu gehört natürlich auch das, was wir schon in uns vorbereitet haben. An Sachen, die wir über die Erziehung mitkriegen, vielleicht auch teilweise die Genetik. Natürlich auch über die Freunde, das, was wir lernen. Also wir haben ein tatsächliches Bewusstsein, wie wir mit Geräten umgehen.
Heutzutage wird es zum Beispiel nie mehr eine Frage sein, ob ich ein Handy in die Hand nehme und wenn ich das hier mache, was das bedeutet. Oder ist das jemandem vor allem, wenn ich auf meinem Handy so mache? Ja, ne? Das Zoomen. Genau so ist es, das ist das Zoomen. Einige Leute in der Schweiz arbeiten sogar dran, zu zeigen, wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt. Und behaupten dann, dass man im Übrigen, dass man mit diesen Gesten bald auch in der Gesellschaft agieren wird. Das heißt, wenn ich will, dass jemand näher kommt, dann mache ich so zu ihm. Ich weiß nicht, ob es so sein wird. Also, muss ich mal dazu sagen. Ja. Naja, Kinder, die bei Fernsehen und anderen und Büchern und Zeitschriften so machen, gibt es ja schon. Das ist ja durchaus. Ich denke mal, dass nämlich auch also die nächste Generation, beziehungsweise die, wo wir gerade nur drinstecken, ich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger als andere, aber die da gerade nur drinstecken, die erleben das schon so. Natürlich spielt da wieder die Psychologie rein, die Neurowissenschaften, die sehr viel über Statistik arbeitet, und auch die Anthropologie oder Anthropomorphismus. Beim Anthropomorphismus, sehen Sie, so schnell kriege ich das schon heraus, ist das jetzt so, man versucht, die Geräte, die Technik anzuschauen und zu ergründen, wie das wäre, wenn das jetzt ein Mensch ist. Ich werde das anhand eines Beispieles mal darstellen, nämlich ich habe die Fenster genommen aus Windows Vista. Sehr älteres Beispiel, aber ich glaube dafür ganz passend. Ich habe es extra unscharf gemacht. Und wenn man jetzt genau hinschaut und die Fenster beobachtet, besonders beim Öffnen und Schließen, sieht man da jetzt, was passiert. Es mag jetzt viele technische Gründe geben, warum dieses Betriebssystem nicht ganz optimal ist. Aber ich weiß nicht, ob es einigen von euch aufgefallen ist. Wenn ich das Fenster zumache, dann wird es plötzlich bleich und fällt schräg nach hinten. Was würde das jetzt bedeuten, wenn das ein Mensch wäre? Genau so ist es, der verreckt gerade. Also entschuldigen, wenn ich das so salopp sage, aber es ist tatsächlich so. Der stirbt gerade, ist ohnmächtig, also dem geht es nicht besonders gut. Man sieht also, in den Bereichen kann man sehr viel bearbeiten und auch bei Projekten, wo sehr, sehr viele Menschen dran arbeiten, passieren da einige Sachen. Ich habe als nächstes Windows 7 genommen. Da haben sie es ein bisschen verbessert. Also man sieht dann schon, es fährt eigentlich nur mehr nach hinten und verschwindet in nichts. Also es kommt dann nicht mehr so vor, als ob da jemand umfällt oder ohnmächtig wird. Möchte jemand was dazu sagen? War das Absicht? Ah, das war sicher keine Absicht. Verbesserung? Bitte? War die Verbesserung? Ah. Ziemlich sicher. Also es ist anzunehmen, dass das so ist. Ich habe mir die Design Guidelines von den Windows 10 Apps durchgelesen und die Beschreibung ist in der Tat, dass dort steht, dass Windows 10 User Interfaces Energie sind. So. Man, das ist sehr vielsagend. Wenn man dann weiter liest, sieht man, wie sie dann die Fenster beschreiben. Aber die ersten Zeilen sind schon sehr, sehr interessant, muss ich Ihnen sagen. Tja. Was die Möglichkeiten betrifft, wie man jetzt vorgehen kann, dass man ein passendes Benutzerinterface macht oder eine Interaktion zusammenkriegt, die gut ist, ist selbstverständlich recherchieren. Das heißt, natürlich mache ich die technischen Voraussetzungen, damit ich schaue, dass das gut funktioniert, aber, und das ist eine 40 Jahre alte Designregel, es kann nie schaden, wenn man das Design vom Inhalt trennt. Man sieht das auch, wenn man entsprechend Software im Laufe der Jahre sieht, dazu kommen wir später noch kurz, dann passiert es sehr oft, dass die ihre Oberflächen verändern, obwohl die alten nicht. Es ist ja nicht so, als ob wir damit gearbeitet haben und gesagt haben, hey, das zipft mir so sehr an, da möchte ich nicht damit weiterarbeiten. Das tue ich nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben uns an die Maschinen angepasst, haben uns daran gewöhnt und dann haben wir genauso gearbeitet, wie diese von uns gearbeitet. Dann gibt es selbstverständlich noch Kontextanalyse. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Heizungssteuerung mache,
Dann gehe ich als erstes einmal zum Heizkörper und schaue mal an, wie der ausschaut. Ich schaue mal, was für Zeichen da drauf sind. Ich versuche herauszufinden, was für Zeichen es da schon gibt dafür. Dann muss man klar sagen, man muss mit einer bewussten Wahrnehmung vorgehen. Im Übrigen dazu sagen muss ich, das sind jetzt Sachen, die ich als praktikabel sehe und die man ohne weiteres erweitern kann. Also wenn jemand eine Beifügung hat, bitte einfach reinrufen, dann freue ich mich sehr drüber. Bei einer bewussten Wahrnehmung, und das sieht man an dem Mister-Beispiel, wenn man darauf trainiert ist, dann schaut man genau hin. Und wenn ich für irgendein Softwareprojekt 3 Monate investiere, dann sollte ich, und das ist sicher kein Schaden, mal 1-2 Tage nehmen und schauen, wie das tut. Also wie fühlt es sich an? Wie haben andere das gelöst? Welche Oberflächenmöglichkeiten habe ich noch? Welche Tasten habe ich zur Verfügung? Dinge in dieser Richtung. In diesem Bereich geht man natürlich auf außertechnische Möglichkeiten zu. Bei der Heizungssteuerung ist natürlich das einfachste aller Symbole das Feuer. Das heißt, wenn ich ein Feuer hinmache, dann gehe ich immer davon aus, das ist warm. Zumindest hoffe ich das. Umgekehrt ist es aber auch so, dass man nie unterschätzen darf, dass die Technik einen enormen Einfluss auf uns hat. Wie in dem Beispiel am Anfang gezeigt, mit dem Dreieck, das in eine Richtung zeigt, mit dem Play-Symbol, ist das selbstverständlich auch ein Startsymbol, das wir verstehen, auch wenn es nur ein Dreieck ist. Und damit wachsen wir auf, also wir glauben das und wir wissen das auch. Und dazu sagen muss ich noch, was sehr wichtig ist, wie schon vorher benannt, dass wir einen gewissen Feinsinn aktivieren. Ich erkläre euch deshalb nicht genau, wie man Tastenoberflächen, Spracheingaben macht, weil jede Software ihr spezielles Övre, also das, wie sie sich anfühlt, verliert. Es gibt eine gewisse Rahmenbedingungen innerhalb eines Betriebssystems, die sollte man einhalten. Es gibt Rahmenbedingungen für einen CD-Player, die es ja nicht mehr gibt, einen MP3-Player, was auch immer. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen ist ein enormer Platz für persönliche Verwirklichung. Man wird das nicht gerade das Play-Symbol verändern oder das Stop-Symbol mit den 2 Linien. Aber ohne weiteres kann man mit der Anordnung spielen. Man kann sich möglichst frei innerhalb dieser Rahmen bewegen. Und zum Schluss hilft natürlich auch noch der Test mit Themenfremden. Ich persönlich habe ja jahrelang Projekte geleitet und wir haben ja Software entwickelt, wo für uns sonnenklar war, dass das so und so funktioniert. Wir haben da einen Aufbau gemacht und natürlich hat sich dieser Aufbau für uns ergeben. Der Kunde ist dann da gesessen und gesagt, ja, warum ist das dann nicht da? Wieso ist das so? Und wir, uns ist dann bei ein bisschen Überlegen erst klar geworden, dass das selbstverständlich so ist, dass ein Themenfremder rangeht. Und dass man vielleicht vorher noch jemanden tunlichst fragen sollte, wie man damit umgeht. Das ist eine wichtige Sache, eine zentrale. Ja. Und natürlich gibt es ja noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Fallen euch noch welche ein? Also mir fällt da intuitives Programmieren vielleicht ein oder so. Wenn du so mit intuitiv erfinden, kann der Programmierer vielleicht auch intuitiv arbeiten. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bei der Programmierung ist es so, man muss immer bedenken, dass man da einen Prozess der Herkunft hat. Das heißt, man entwickelt was und man wächst damit. Und da gibt es einen kleinen Bruch aus meiner Perspektive. Das heißt, eine intuitive Programmierung ist ja eine aufbauende Programmierung. Ich habe zum Beispiel auf der nächsten Seite, genau zu dem Thema, Textverarbeitung Word 6, uralte Software, kennen die meisten vielleicht noch vom Aufbau. Da ist es so, man sieht typisch die technischen Entwicklungen. Wir haben da eine neue Datei. Wir können eine Datei öffnen und speichern. Wir haben da Drucken, die Seitenansicht, also im Grunde kann man das direkt einfach benennen, was da alles zu finden ist. Es ist hier in 3 Zeilen aufgebaut. Und da ist es so, man sieht, das ist eine gewachsene Software. Die ist über 20 Jahre gewachsen. Man hat einfach irgendwelche Buttons hinzugefügt. Und dann nach einer gewissen Zeit ist man draufgekommen, da ist so viel drin. Wir tun einfach einmal Hilfefunktion rein, möglichst der lustige, dass sich viele Leute darüber ärgern. So sind diese Büroklammern entstanden, würde ich mal sagen. Und dann hoffen wir mal das Beste.
Interessant ist aber, kennt jemand zufällig diese Oberfläche? Die untere? Genau, es steht oben, bravo. Also für die mit den guten Augen, kannst du mir sagen, bitte. Genau so ist es. Es ist lieber der LibreOffice Writer. Und recht interessant, das ist eine aktuelle Software. Und ist genauso aufgebaut wie WordSize. Also wenn man da jetzt genau hinschaut, sieht man, da gibt es das Dateiöffnen, also neue Datei, Datei öffnen. Dann gibt es da Dateien speichern, das Druckensymbol, die Seitenansicht. Also die haben das eins zu eins abpaust. Ja, never change your running system, oder? Genau, das ist das Hauptargument dafür, bravo. Es ist so, es gibt genug Benutzer, die da 20 oder 30 Jahre lang Word verwendet haben und die sagen sich, warum ist das nicht mehr da, was ist da los? Und die Designer von LibreOffice haben sich natürlich gedacht, wir lassen es an der gleichen Stelle. So sind wir sofort so etwas Ähnliches wie menschenkompatibel, weil jeder sich sofort zurechtfindet. Bei mir ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel diese neue Oberfläche vom Office anschaut, die haben sie jetzt komplett verändert. Zum einen hat es natürlich Gründe des Patentes. Microsoft hat auf das Ribbon ein Patent angemeldet. Somit ist sofort die Verbindung zu allen Open Source Projekten unterbrochen. Und niemand darf das, die Oberfläche imitieren. So. Sie selbst behaupten ja, dass sie unendlich viele empirische Daten, wie viele genau das sagen sie jemanden, sehr, sehr viele empirische Daten verwendet haben, um das Ganze neu zu gestalten. Bitte. Ist das Patent eigentlich dann der Grund, dass LibreOffice bei dem alten Layout geblieben ist? Vermutlich, ja. Vermutlich ist es so, dass, also es ist sogar so, dass einer der Microsoft Techniker, beziehungsweise einer der Microsoft Manager in seinem Blog geschrieben hat, dass die Open Source Bewegung, was die Oberflächen so weit hinterher ist, weil Microsoft das mit Hilfe von Patenten unterbunden hat. Soweit ich weiß, gibt es in LibreOffice ein experimentelles Seiten-User-Interface, das ein bisschen mehr in Richtung Ribbon geht, aber nicht ganz ist, um es verwenden. Genau so ist es, ja. Also man darf da nicht unterschätzen, dass da gewisse Funktionen unterbunden werden. Ich habe ja in meinem Beispiel da auch gebracht, dass ich die Diktierfunktion von meinem Handy gerne verwenden würde. Wir speichern Text rein und eigentlich sollte ein Knopf sein, der das in geschriebenen Text umwandelt. Das wäre super, beim Autoren würde meine Briefe diktieren oder E-Mails. Wäre ein toller Effekt. Auch das ist ziemlich sicher oder vermutlich aufgrund eines Patentes, weil die Technologie ist ja da und dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist, das würde mich sehr, sehr wundern. Was die Oberflächen betrifft, wie gesagt, wenn man viel damit arbeitet, dann ist es natürlich auch so, dass man sehr, sehr genau hinschaut, wie sich alles bewegt. Da gibt es die klassischen Tricks. Man steckt was in einen Zeitraffer, man spielt das langsamer ab, wie wir gerade gesehen haben. Und ich möchte jetzt einfach zwei Systeme, beziehungsweise drei Systeme, anhand der Systemeinstellung darstellen. Und zwar ist das als erstes die Netzwerkeinstellung mit macOS. Und danach kommt Windows und Linux Mint. Wobei man dazu sagen muss, die meisten, die Linux verwenden, wissen ja, dass Linux Mint recht an die Windows-Oberfläche angelehnt ist. Ja. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns das einfach einmal an. Ich habe es extra wieder unscharf gemacht, weil es ja nicht um den Text oder irgendwelche speziellen Wahrnehmungen geht. So. Und jetzt schauen wir uns das einmal im Windows an. Und da ist jetzt Linux Mint. Fällt da jemandem was auf dabei? Bitte? Ja, bravo, ich habe es zwar unscharf gemacht, aber als Profi sieht man das als erstes, das ist klar. Nein, aber das ist tatsächlich, das ist richtig selbstverständlich. Aber wenn man es vielleicht noch einmal anschaut im Vergleich. Ja, macOS X ist viel stärker Symbol.
orientiert, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe sehr viel mit Produktdesign zu tun. Was mir da ziemlich stark aufgefallen ist, das findet alles in einem Fenster statt. Und jetzt als Benutzer kann ich es oft nicht benennen, so wie in Vista, das fällt zurück und das schaut irgendwie unangenehm aus. Wenn ich Designer bin oder beziehungsweise ein Programm mache und damit arbeite, dann sollte ich genauer hinschauen. Und da ist es so, das findet alles in einem Fenster statt, wenn man Windows anschaut. Spiele ich noch einmal nach vorne. Da hupfen die Fenster wieder so auf und zu. Und das Komische an der Systemsteuerung ist, und das ist seit Windows 95 gleich, ich kann niemals sagen, ob dein Fenster aufspringt oder nicht. Wenn jetzt ein, sagen wir mal, überfeinsinniger Mensch wäre, dann würde ich sagen, wow, da explodieren die Fenster mitten im Bild. Während dem anderen, das wird vielleicht einmal größer und kleiner vom Wohlbefinden, ist das ein Riesenunterschied. Ich sage das einmal als Ausrichtung deshalb dafür, wohin das Ganze mit den Oberflächen führen kann. Das letzte Beispiel war schon ein extremes, ich gebe das mal zu. Ja. Das ist es von meiner Seite. Ich habe gedacht, vielleicht falls es noch Fragen gibt, beziehungsweise Diskussionen, in dem Bereich können Sie ja genauso gut und genauso sehr Fragen beantworten wie ich. Bitte. Was mir auch aufgefallen ist, vor allem bei Windows, mit den User Interfaces, die teilweise man nicht wirklich sagen kann, was jetzt immer passiert, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, weil ein Fenster aufgeht oder nicht aufgeht oder sonst was, das zusätzlich auch noch teilweise manchmal drei verschiedene Varianten gibt, dasselbe einzuführen. Vor allem zu Windows 10, eine Variante, Desktop-Stil, eine mit dem Kachel-Stil. Eine sonst gibt mir noch viel ältere und ja, sehr weniger streamlined. Genauso die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Windows 10 ist da sowieso ein spezieller Teil, beziehungsweise sehr spezielle Sache, weil es wirklich so ist, dass man verwendet die alten Fenster und dann gibt es ja diese neue tolle Kacheloberfläche, wo es Schalter gibt, die auch mit dem Finger darüber sind. Das heißt, die Uneinheitlichkeit ist da vorherbestimmt. Was die Design Guidelines betrifft, als Hintergrund im Übrigen, ist es ja so, dass Microsoft immer auf Kompatibilität achtet. Deshalb geht das aus Windows 95 an. Man kann die Kommandozeile aufrufen, obwohl es die schuldig nicht mehr gibt, und kann tatsächlich mit ipconfig oder wie auch immer Sachen eingeben und einstellen, genauso wie es wahrscheinlich sogar schon zu DOS-Zeiten gekonnt ist. Apple hat ja immer Schnitt, das heißt, die achten immer darauf, dass das alte nicht mehr funktioniert. Das hat natürlich auch mit ihrer Produktideologie zu tun, würde ich sagen. Und bei Linux ist es so, mittlerweile gibt es ja für Ubuntu eigene Design Guidelines, die sich aber noch nicht so wirklich einig sind. Also da fehlt nur gewisse Konsistenz, nur als kleine Hintergrundinformation. Ist es aber auch so, ich habe lieber eine Sache, die sich anfühlt wie aus einem Guss, als fünf Stellen, wo ich was einstellen kann. Das ist aber eine persönliche Ansicht. Bitte. Unterschiedliche Design. Oder Guidelines. Bei Ubuntu war ja eine ziemliche Diskussion über das Unity in den letzten Jahren. Was willst du nur jetzt sagen, was sich da ändert? Es ist so, zu dem Unity selbst kann ich noch sehr wenig sagen. Bei mir ist es so, wir analysieren Oberflächen, wir arbeiten damit, wir analysieren Geräte. Ich selbst kann wenig dazu sagen, weil ich habe mich nicht mit Unity selbst auseinandergesetzt. Hast du Informationen dazu? Nein, ich kenne einen Entwickler hier in Graz, aber jetzt also diese zwei Jahre nur gesehen. Und ich habe jetzt die letzte war die ETS 14, die ich verwendet habe, 14.4, sollte man mal die 16.4 anschauen. Aber muss sagen, ich bin da nicht so ein Nachlässig. Ich weiß nur, dass Unity für meinen Geschmack teilweise ja, nicht ganz so präzise ist. Man merkt schon gewisse Dinge, wie obwohl der gute Maus hat, unscharfe Mausklicks und solche Sachen. Und auch von der Strukturierung finde ich zum Vorgänger, was heißt konkret, gibt es einige Sachen, wo man es
das Ding weg und halt es nochmal an. In gewissen Bereichen. Ja, das Gefühl hat man oft. Und wie man das schon vorher an dem Beispiel gesehen hat, das war ja so ein typischer. So ein typisches Beispiel, man sieht das Fenster nur in Zeitlupe zurückfallen, in Windows 7, es hat keiner benannt, aber es ist tatsächlich so, dass das Fenster ruckelt. Wenn du ein Fenster öffnest, du schaust in Zeitlupe an, ist ein Sprung drin. Und auch wenn man das nicht bewusst benennen kann, sind es Faktoren, die das unbehaglich machen. Und genau das, was du sagst, wenn die Maussteuerung nicht präzise ist, das ist eine der schlimmsten Sachen. Das heißt, meine Aufgabe ist eine sehr dankbare. Ich darf mich eigentlich mit der Programmierung auseinandersetzen, weil sonst weiß ich ja, wie es entstanden ist und wachse da auch rein, sondern ich schaue mir die Oberfläche an und sage dann, boah, ich weiß nicht, also das ist gut, das gefällt mir, das ist sehr gut und es gibt Karo-Kriterien wie die Maussteuerung im Übrigen oder auch andere. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass wir ziemlich am Ende sind. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant und unterhaltsam für euch. Und ich würde mich sehr über Feedback freuen, da das mein erster Auftritt auf den Linux-Tagen ist und ich auch dementsprechend jetzt.